Hallo Leute, ich möchte euch jetzt zeigen, wie man kostenlos und legal MP3s runterladen kann. Das Ganze funktioniert mit der Software von topusenet.de. Mit dieser könnt ihr ohne Anmeldung ca. 300 MP3s runterladen. Alles natürlich legal und kostenlos. Die Software wurde sogar von verschiedenen Zeitschriften getestet, darunter PC Magazin. Zuerst laden wir uns die Software herunter. Den Link, mache ich euch dann in die Beschreibung herein. Wenn ihr es runtergeladen habt, natürlich einfach installieren und immer schön auf Weiter klicken und installieren. Starten. Jetzt müsste ein Feld erscheinen, wo ihr eure E-Mail-Adresse eingeben müsst. So, jetzt E-Mail-Adresse eingeben. E-Mail-Adresse eingeben. Dazu habe ich natürlich auch eine, ja, sage ich mal, neue E-Mail-Adresse gemacht, damit ich keine unnötige Werbung bekomme. Testzugang erstellen. Und nach ein paar Minuten bekommt ihr dann die Zugangsdaten per Mail geschickt. Diese dann jetzt einfach eingeben und dann auf Weiter klicken. Das war's eigentlich auch schon. Und nun seid ihr in diesem Download-Netzwerk und könnt, ja, runterladen. So, ich stöbere jetzt mal ein wenig rum. Crow, mal gucken, was es gibt. Ich sehe schon die neuen Songs von ihm. Easy, whatever. Oh, sogar live in Köln. Probieren wir es mal mit Lena. Lena, Lena. Ah, ich glaube nicht, dass das Richtige war. Landrut. Ja, hier finden wir doch schon wieder was anderes. Unser Lied für Oslo. My Same. Parodien sogar von Lena. Spitze. Von Switch. Rap. Ja, cool. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe ja kurz was eingegeben und man findet schon viele Sachen zu den verschiedenen Interpreten. Am besten, ihr geht auf die Seite, ladet euch die Software runter und probiert es einfach mal aus. Noch ein Tipp für die Insider von euch: Wenn ihr die Software in einer Sandbox installiert, dann werden keine Daten von der Software irgendwo auf eurem Rechner abgelegt. Und das heißt für euch dann, ihr könnt die Software immer wieder installieren und natürlich immer wieder dieses Download-Volumen ausnutzen. Somit könnt ihr es theoretisch unendlich mal nutzen und immer wieder installieren. Geil, ne? Na gut, dann viel Spaß noch und bis dann.